Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Total War Rom 2 Online-Battle von mir. Diesmal mit Epiros gegen Rom, zwei Erzfeinde unter sich. Wir kämpfen in Steppen von Sarai, das ist irgendwo hinten im skythischen Hinterland. Und es ist eigentlich ganz lustig zu sehen, da meine Armee halt wirklich griechisch orientiert ist, sogar eigentlich aus mehreren Einheiten besteht. Und er sitzt auf eine Armee vor der Marius-Reform, das heißt also, die Schlacht, wie wir sie jetzt sehen, könnte so passiert sein, aber vielleicht nicht in Steppen von Skythien. Aber es ist möglich gewesen, was ich schön finde. Sowas hätte es geben können. Finde ich sehr cool. Gut, gucken wir uns mal an, was habe ich da mit dabei? Was hat er mit dabei? Wir sehen, ich habe mit dabei als General zweimal königliche Peltasten. Mein General ist übrigens ein Kommandant. Ich habe insgesamt sechsmal Bogenschützen mit dabei. Dann noch zweimal thessalische Kavallerie. Viermal Pikeniere in meiner Linie jeweils zwei Stück an jeder Seite. Und zweimal sarditische Krieger an jeder Flanke einen einzigen. Dann habe ich noch zweimal Hopliten mit dabei an jeder Flanke einen einzigen. Und auch noch dasselbe Spiel mit italischen Söldnersperrkämpfern, denen ich auch noch Erfahrung gegeben hatte, weil mir so viel Geld übrig geblieben ist. Erstaunlich sogar. Zwei Hopliten habe ich hier noch Erfahrung gegeben in einem Not. Aber okay, hätte wirklich viel Geld noch übrig gehabt. Ich wusste nicht, wohin damit. Okay, kommen wir zu dem Princeps, die er auch mit dabei hat. Zum Römer, besser gesagt. Er hat in seiner ersten Linie Princeps mit dabei. Sechs Stück und dann jeweils einen Flanken dreimal Hastati. Und eigentlich sehr viele Schwertkämpfer dadurch. Im Grunde ist diese Armee, wie sie hier steht, sogar fähig, gegen mich zu gewinnen. Gerade weil meine Pikeniere relativ schnell ausschalten kann, indem er einfach nur unter Beschuss setzt. Und dadurch brechen mir theoretisch gesehen die Flanken. So der Gedanke dahinter. Das hätte er machen können. Dann hat er noch dreimal syrische Auxiliarbogenschützen mit dabei und den Legatus auch noch einmal. Und dann dürfen wir nicht vergessen, im Hintergrund insgesamt viermal Auxiliarkavallerie, was nochmal ein ordentlicher Brocken ist, denn da komme ich nicht mit von der Masse her. Da muss ich aufpassen. Gut, was ist jetzt der Plan? Ich wollte mit den sechs hier in den Nahkampf gehen mit ihm und möglichst viele Einheiten von ihm bündeln. Dann mit meinen sanitischen Kriegern von außen kommen und dann hinten rein. So war der Plan. Meine Speerkämpfer wollte ich zurückhalten, um mich vor Kavallerie zu schützen und meine Thessalen ebenso. Wollte halt verhindern, dass er mich hinten kriegt. Wollte das Ding über die Infanterie laufen lassen, über die wenigen Einheiten, die ich dafür sogar einsetze. Und in dem Sinne würde ich sagen, legen wir mal los. Gucken wir uns das Ganze auch mal an. Ich habe wirklich auch unheimlich viele Bogenschützen mit dabei. Das verschafft mir immer noch ein bisschen Facettenreichtum. Und insgesamt habe ich vier Wege, wie ich die Schlacht gewinnen kann. Entweder über die Flanken, durch die samnitischen Krieger. Das ist einer meiner Stärken. Durch meine königlichen Peltasten, die im Zentrum arbeiten, durchs Zentrum brechen können. Auch einer meiner Stärken. Oder durch die Bogenschützen an sich, weil es einfach so extrem viele sind, die ihn einfach zu Tode schießen können. Oder als letztes noch meine thessalische Kavallerie, die ihm das Leben zur Hölle machen kann, wenn ich über die Flanken arbeite. Also muss ich mal gucken, wie ist mir jetzt da alles übrig geblieben. Wenn es gut läuft, kann ich insgesamt alle vier Taktiken gleichzeitig einsetzen. Wenn es ganz schlecht läuft und ich trotzdem einen Sieg davon holen kann, höchstens eine. Da muss ich aber mit vielen Verlusten rechnen. Weil er muss ja de facto eigentlich die Einheiten entweder gebündelt haben oder schon ausgeschaltet. Dasselbe für die königlichen Peltasten. Die müssten eigentlich schon den Kampf verlieren. Das müsste feststehen. Meine Bogenschützen müssten überwiegend tot sein und dann vielleicht meine Kavallerie halt das Ding gewinnen. Das wäre halt ein ziemlich knappes Ding. Dann wieder. So. Übrigens eine schöne Karte, finde ich. Vor allem auch wegen dem Waldstückchen so am Rande lockert ein bisschen Atmosphäre auf, weil die gerade halt nicht so gleich ist. Naja, wir sehen jetzt, er geht mit seinen Bogenschützen vor, ich schicke meinen hinterher. Ich habe aber gesehen, dass er seine Kavallerie vorgeschickt hat, nachdem mir Sorgen gemacht, dass er einen Ausfall macht mit seiner Kavallerie auf meine Bogenschützen. Habe deswegen meine thessalischen Kavalleristen jetzt auch gleich nach vorne geschickt. Habe ich auch noch ein bisschen gebraucht, bis ich das registriert habe, dass er die jetzt dahin schicken möchte. Wir sehen es gleich. Er benutzt seinen Reichweitenvorteil nicht aus. Wir sehen es ja hier, er steht relativ nah dran, aktiviert erst jetzt genau einen Schuss. Dafür setze ich meine Masse nicht ein. Die zwei Einheiten hier hinten, die bekommen keinen einzigen Schuss. Die sind nicht in Reichweite. Ärgerlich, aber gut, so ist es halt, wenn man so breit steht. Dafür sind sie so eng bei ihm, da kann ich viel auf einmal töten. Und er hat sich auch Zeit gelassen, muss hier meine ersten Bogenschützen sterben. Ich schicke jetzt meine ganze Kavallerie einmal kurz nach vorne. In der Hoffnung, dass ich seine Kavallerie gleich ablenken kann. Ich wollte auch nur hoffen, dass er meine Infanterie dazwischen kommt, dass meine Bogenschützen nicht hilflos ungeschützt sind, kann man sagen. So, wir sehen jetzt, bei ihm geht es auch los. Er schickt seine Infanterie los und jetzt geht auch gleich der Nahkampf los. Ich charge die Princeps hier drüben, dann hier nochmal dazu. Hab gehofft, so viele wie möglich auf einmal zu bündeln. Insgesamt habe ich es dann geschafft, mit drei Einheiten, die komplett zu
catchen eigentlich. Du siehst ja, durch meine einfache Breite war das dann machbar. Und da konnten sie auch richtig werden. Meine Pikenierer wurden relativ stark zerschossen, weil ich da nicht schnell genug reagiert habe. Trotzdem hatte ich immer Glück gehabt, weil die Einheitengröße riesig war. Da konnte ich ja noch ein bisschen mit den Verlusten leben. Und muss es jetzt gleich neu formieren, der zufolge. Aber wir sehen ja jetzt hier, so ein Schuss kann schon ordentlich wehtun. Im Flanken habe ich meine Samniten bereit. Meine Kavallerie schicke ich jetzt nach außen, um seine Kavallerie zu catchen, falls er kommt. Meine Obliken schicke ich jetzt hier im Zentrum dazu, um zu unterstützen, damit die hier nicht einfach durchbrechen kann durch meine Linie. Und meine Bogenschützen können weiter feuern. Die beiden Truppen hinten noch nicht so ganz so gut, aber ist eigentlich okay. Naja, wir sehen hier, dass seine Kavallerie jetzt einen riesen Umweg gehen müsste, um bei mir anzukommen. Und durch meine Kavallerie kann ich seine noch abfangen. Ich habe auch noch Speerkrieger mit dabei, die ihm das Leben dann auch wieder zur Hölle machen können. In der Hoffnung, dass es funktioniert. So war der Plan ursprünglich gewesen. Meine Bogenschützen ziehe ich etwas enger zusammen, um jetzt mehr Einheiten im bestimmten Radius auch abschießen zu können. Meine Pikenierer habe ich schon breit gemacht, damit sie viele Einheiten auf einmal catchen können. Damit habe ich es mir relativ einfach gemacht, um da zu blockieren. Und meine Samniten gehen einfach an der Flanke mit herum, gehen jetzt auf seine Kavallerie auch direkt drauf. Denn im Nahkampf hat dann seine Kavallerie recht keine Chance, wenn meine Speerkämpfer schon da sind. So, hier drüben ähnliches Spiel. Meine Speerkämpfer kommen jetzt rein in seine Kavallerie, weil er es nicht schnell genug registriert hat, dass ich ihn da gebündelt habe. Schicke meine Thessalen raus, die sollten dann wieder dort unterstützen, wo es notwendig war. Meine Samniten kämpfen hier drüben jetzt gegen die Hastati und sollen ihn doch fertig machen. Ja, die Hastati haben da keine Chance gegen meine Samniten, die sind einfach eine Klasse für sich. Hier drüben allerdings dieser Eintrupp Hastati, der juckt mich schon, dass er da ziemlich frei stehen kann. Aber da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Das ist so ein Fehler meiner Strategie gewesen, dass sich da relativ viele Lücken im Zentrum auch bei mir gebildet haben, was nicht schön ist. Meine Bogenschützen zerschießen jetzt seine Bogenschützen. Dadurch kann er sich nicht mehr wehren gegen meinen Bogenschützenmassenanteil. Und ich kann jetzt einfach seine Einheiten zerschießen und dann auch die Braincaps hier drüben. Und das ist dann echt kein Problem mehr. Ich habe einmal kurz den General gecharged, deswegen ist er hier jetzt gerade auf Jagd nach meinem Kavallerietrupp, der hier hinten ist. Den habe ich jetzt in seiner Statue reingeschickt, ziehe den danach auch noch durch, damit der Trupp jetzt hier gleich flieht und seine Samniten, meine Samniten haben, da ich sie in seiner Statue vernichteten sollten, falls der General kommt, den auch catchen. So, meine Thessalen haben jetzt hinten gut Arbeit gemacht, haben sich die Auxiliarkavallerie mal geschnappt, aber weil er hier immer wieder rauszieht, muss ich hinterher reiten und auch dabei bleiben. Meine Pikeniere stelle ich demzufolge auch gleich nach hier drüben. Wir sehen es ja hier, da, damit ich hier drüben seine Kavallerie abfangen kann, wenn was passiert. Dafür können meine Saliten jetzt in den Rücken seiner Einheiten gehen. Hier drüben hat er schon meine Piken einmal gezingelt, was nicht so gut für mich ist. Aber dadurch komme ich in seinen Rücken und das ist auch wieder schwerer. Vor allem habe ich auch keine Verluste gemacht, nahezu. Ähnliches Spiel auch hier drüben mit meinen Schwertkämpfern. 159 Mann, 158 Mann sind es noch. Also die Einheiten haben wirklich gut abgeräumt. Und meine Pikeniere hier drüben, die leben auch noch ziemlich gut mit dabei. Sein General konnte ich derweil zerschießen, weil er das nicht registriert hat. Mein General ist aber auch gestorben, deswegen wankt er und flieht er auch hier noch. Und es ist halt so geworden, dass ich jetzt versuchen muss, die Einheit aufzuhalten. Aber meine königlichen Petasten halten sich hier eigentlich noch ganz gut. Die Eintrupp-Prickgaps konnte ich schon zerschießen. Meine Bogenschützen stehen ein bisschen nah an der Infanterie dran. Aber ist nicht so schlimm. Hier kommen meine Pikeniere jetzt und catchen sich diese Einheiten. Meine Kavallerie hat hier drüben die Auxiliarkavallerie voll im Bunde und macht die hier auch richtig fertig. Dadurch, dass die Pikeniere jetzt hier auf einmal an seinem Rücken stehen, macht es ihm auch das Leben schwer, aber er kommt auch wieder zentrisch meine sanitischen Krieger, also das geht hin und her. Dafür sind meine italischen Söldnersperrkämpfer bereit, um da drüben zu unterstützen. Meine Bogenschützen zerschießen jetzt hier einfach seine Brinkkämpfe im Zentrum, die auch nochmal attackiert werden von meinen Samniten hier drüben. Also so ist es nicht. Es ist eigentlich schon ziemlich gut für mich gelaufen. Die Pikeniere hier drüben haben jetzt auch den Kampf gegen Yastati gewonnen. Der Trupp steht hier noch hinten für sich. Hat er nicht wirklich lange genug aufgepasst. Der ist jetzt nämlich schon zu weit weg, der wird das nicht mehr retten können. Meine Pikeniere sind jetzt auch wieder bereit zu unterstützen. Ich schicke jetzt meine italienischen Söldnersperrkämpfer hier nochmal hinten rein, um im Rücken zu sein, um hier hinten dann anzugreifen. Das sehen wir auch. Schönen Charge meiner Sperrkämpfer. Auch schade. Sehen wir nicht mehr. Aber gut, Schlacht ist dadurch gewonnen. Er hat die Niederlage nämlich eingestanden und wir sehen hier, dass mein einer Generalstopp bei 197 Mann mitgenommen hat. Und das ist echt heftig. Genauso auch meine gewöhnlichen meine anderen gewöhnlichen Peltasten, die haben auch gut abgeholt mit 100 Kills. Meine Samniten mit jeweils 173 bis 103 ist schon ordentlich. Im Grunde habe ich auch mit Unterzahl gegen Überzahl gewonnen, weil ich halt auf bessere Einheiten gesetzt habe als er. Dafür hatte er mehr gehabt, muss man sagen. Und ich bin erstaunt, dass auch gerade meine Pikeniere hier ziemlich gut teilweise abgeschlossen haben mit 98, 92, 129. Sehr zufriedenstellend. Bogenschützen haben auch abgeräumt, Kavallerie hat auch sein Ding gemacht. Im Grunde sind eigentlich drei der vier Sachen eingetreten. Das Einzige, was sich fokussiert hat, war halt der Sieg über die königlichen Feldtasten. Aber das waren einfach zu viele Infanteristen im Zentrum. Ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, ein Abo, Leute.
Und noch dazu möchte ich euch auch anregen, dass ihr mal eure Meinung zu der Schlacht unten in die Kommentare schreibt. Auch Tipps, Kritik und sonstige Anregungen sind wie immer erwünscht. Und in dem Sinne, Leute, verabschiede ich mich wieder von euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Online-Battle. Hoffentlich müsst ihr nicht allzu lange warten. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.